Ich finde es schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Herzlich willkommen zurück zu Simmerport mit Fabian LP. Ja, in der letzten Folge haben wir hier das Chaos am Eingang gelöst, haben uns hier die neuen Automaten angeschaut, die Phone Charging Station und die nennen wir mal nicht. Nicht, dass ich mich hier schon wieder blamiere. Haben dann hier das Ganze abgeräumt und schon mal das neu aufgebaut, wo wir jetzt noch einen Boden vergessen haben und wir haben da diesen gewählt letztes Mal. Also bleibe ich mal bei dem. Dann ist mir zwischen der Folge beim Abräumen aufgefallen, dass wir hier gar keinen Nachtflug haben. Deshalb ist nämlich sind die Flugzeuge hier gestartet. Hätte man ja auch sehen können. Und dass wir kein ILS haben. Ja, das platzieren wir mal wieder hier. So. Was dann auch zu die Ursache war, dass die Flugzeuge bei Wind nicht starten konnten und auch nicht landen. So, das hätten wir jetzt korrigiert. Das wäre jetzt soweit gemacht. Und jetzt schauen wir hier weiter. Also. Irgendwie habe ich schon wieder so einen kratzigen Hals. Vom Nirgendwo wahrscheinlich. So, das muss noch rein. Play können wir auch drücken. Gut. Ich habe ja hier in der Mitte mal die Toiletten eingezeichnet gehabt. Die möchte ich auch so behalten eigentlich. Das heißt, wir können jetzt hier die Wand drumherum machen. Und ich beginne jetzt schon mal mit dem Einrichten, denn ich habe das Gefühl, wir müssen die noch ein bisschen vergrößern. Obwohl, wenn ich das so anschaue, geht das eigentlich bis hier unten. Also dann machen wir jetzt einen breiter. Und zwar hier, dann haben wir einen Zweiergang. Sollte eigentlich reichen soweit. So und so und so. Gut. Dann, welchen Boden haben wir gewählt? Irgendwas Komisches. Wie immer also. Ist es der Floor Nummer 7? Ja. Also einmal hier, einmal hier. Gut. Haben Sie was zu tun, oder? Läuft ja auch viel besser, wenn Nacht ist, obwohl sie da auch noch die Service machen müssen. Aber das haben sie wahrscheinlich schon erledigt. Gut, und dann fehlen hier noch Verkaufsstände. Jede Menge natürlich. Also, einmal die Bar auf die Seite. Dann einmal den Dessert-Kiosk. Und den Kaffeekiosk und dann bleibt zwei frei. Ah, für den. Ja, natürlich für den Eingang in die Toilette sollte auch was frei bleiben. Dann machen wir den gerade noch was weg. Also, dann bauen wir den nämlich so. Und den Health Food Kiosk hier unten hin. So. Auf der anderen Seite. Kaffeekiosks. Dann den Snackkiosk hier hin. Und hier unten nochmals die Bar. Hätte ich gesagt. Gut. Und dann haben wir schon vorgegeben zwei Türöffnungen, wo dann die Toiletten offen sind. Wir werden noch mehr Türöffnungen machen. Ich hoffe, das passt dann auch mit dem Bau hier. Wir werden sehen. Gut, hier bleiben wir mal beim Teppich. Ah, geht gerade ja nicht. Aber hier unten können wir schon mal Teppich machen, hier. Das, was gerade nicht betroffen ist, oder? Gut. Dann habe ich hier schon umgerüstet auf drei Gate Agents, hier noch nicht. Hier habe ich es vorbereitet und hier haben wir gar keine Gate Agents. Was dann auch für die Ausrufezeichenmeldung sorgt. Also einmal so, so und so. Hier geht es gerade nicht. Und bei den anderen muss ich da zuerst nachhelfen.
bevor es geht. Ja, dann bei der Planung können wir mal hier die Mitte wegmachen, so. Dass wir da auch mal sehen, wie es da aussieht. So, gut. Also, dann beginnen wir mal hier oben mit Toilettenhäuschen. Und jetzt käme genau hier wieder ein Toilettenhäuschen. Das habe ich ja traumhaft gelöst wieder mal. Machen wir es so. Wenn ich das gleiche hier unten baue. Ja, wir verlieren schon recht viel Platz. Dafür kann ich jetzt hier nach unten und hier nach oben. Also es hat nicht nur Nachteile, die Breite ist jetzt eher wieder blöd. Ich zone es mal ein als Female Restrooms, so. Und jetzt fehlen noch die Sinks, die eigentlich keinen Platz mehr haben. Ja, wo macht man denn die jetzt? Also machen wir so, hier den weg, den weg, den weg, so. Kommen die? Hallo? Gut. Bauen dann hier eine Reihe Sinks und hier, so quasi die Sinkreihe. Da kann man nicht mehr weiter sinken, wenn man da angekommen ist, außer wieder auszutreten. Hier noch zwei. Nee, nicht hier die Tür. Dummer Einfall. Hier eine Tür. Und da drüben noch eine Wand. Und jetzt sehen wir da gleich, wie das einfach eindrücklich zu klein sein wird. So. Gleich sollte das Ganze hier grün werden. Jetzt ist noch mehr rot. Ah, der ist im Bau. Da kommt erst noch. Und dann passt das. Dann fehlt natürlich als einziges, fehlt da ein Mülleimer irgendwo. Genau, die Zone passt jetzt. Hier zum Beispiel zwei Mülleimer. Oder nee, ein Mülleimer, so. Und hier drüben auch ein Mülleimer und eine Pflanze, die das Ganze hier ein bisschen aufhält. So, gut, und da sehen wir schon, dass das an die Grenzen kommen kann. Ich sehe aber auch, dass sie sich, also sie verteilen sich so schon recht schnell. Das muss man schon sagen, kommen recht viele kommen hier rein, auch noch dazu. Ja, für die Männer gibt es jetzt leider gerade nichts. Die können ja da im Flugzeug. Und wir haben eher zu wenig Spülbecken. Es tendiert eher zu dem. Obwohl die Häuschen auch immer gefüllt sind. Also. Ja, jetzt hat es gerade eins leer. Eins leer, zwei leer. Vier leer. Ja, jetzt sind es mehr leere. Ich mach noch den hier weg. So. Kommt schon. Ah, jetzt ist einer da. Und wir machen hier noch Spülbecken hin. Hier oben geht's nicht, nur da. Und da noch eins nach so. Ich weiß, es ist nicht ganz so schön, aber zweckmäßig. Es muss ja nur das erfüllen. Wenn man von hier oben schaut, sieht man das nicht. Dass es so blöd gebaut ist. Naja,
Aber dann sollte das den ganzen Strom abweichen können. Ja, bisher kann man nur zufrieden sein eigentlich. Es hat in etwa die Größe, die es haben muss. Auch wenn es eher zu klein ist, aber das sind ja unsere Toiletten generell immer. Da können wir ja machen, was wir wollen. So, bei den Männern gehen wir mal nach dem gleichen Prinzip vor. Bauen jetzt da einfach so eine Urinalwand. Auch so da. Und bauen dann hier halt so nochmals gegen innen zwei Spülbecken auf der Seite und auf der Seite. Hier kommt ja eine Tür, habe ich völlig vergessen. Und hier. So, weg damit. Und dann sollten wir es vielleicht mal noch einzonen. Gut, dass die armen Männer auch mal ein Klo haben hier. Sonst sinkt unser Rating so in den Keller. Das könnte ich jetzt nicht ertragen. Ja. Und den Mülleimer setzen wir hier und hier. Und die allgemeine Buschpflanze brauchen sie eigentlich nicht, aber platzieren wir trotzdem. So. Weil wir es können, oder? Dann. Da fehlt ein Urinal. Und jetzt wollte ich schauen. Ich könnte hier noch eine Reihe Spüle hinmachen. Was ich auch mache. So. Dann den Boden hier ausbessern. Und das wäre es eigentlich schon gewesen. Ja, und ihr seht, wird jetzt weniger zur Mittagszeit. Zum Glück ist gerade Mittag. Ich schaue so oben rechts. War nur so geraten von mir. War es gerade ruhig, jetzt wird es gerade schon wieder schlimmer. Aber ja, es ist nicht komplett voll immer. Es gibt auch Ruhezeit. So. Im Endeffekt sind wir mit 4 Urinalen relativ knapp. Wir kommen eigentlich genau auf die gleiche Zahl, wenn ich die hier mache. Nur, dass ich auf der Seite auch nochmals hin tun könnte. Die sind ja noch nicht so optimiert oder bleiben so, keine Ahnung. So, denn eng ist es so oder so. Ja, ich kann hier nochmals platzieren. Wer wäscht sich nicht hier so die Hand, wenn der andere gegenüber steht? Ist doch toll, oder? Gut, dann seht ihr, die einzigen Bänke sind aktuell die. Das soll sich natürlich jetzt noch ändern. Und für das würde ich gerne hier mal beginnen. Und wieder diese, was hatten wir? Die blauen, ja, die blauen Dreierbänke hinmachen, und zwar hier. Boah, nee, kann jetzt nicht sein. Okay, die Bar lässt uns hier nicht machen. Frechheit, oder? Ja, denn die Bar ist hier die einzige. Die Ecke müssen wir wieder schauen. Und hier geht's dann wieder, wenn es auf die andere Seite ist. Ja. Toll. Gut, sobald diese hier gemacht sind, können die hier weg. Hier geht es dann wiederum. Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Aber ich werde das Ganze auch hier vorne machen. Sonst lassen wir das Ganze genau gleich abstimmen. Wenn es dann überhaupt aufgeht, das ist die andere Frage, aber so. Ja, geht perfekt auf. Hier wäre ja die letzte. Ah, die kann ich sogar setzen, nur die geht nicht.
Aber die Abstimmung stimmt nicht mal. Aber Hauptsache stimmt hier. Also auf der Höhe. So, der auf die Seite. Hier stimmt's. Ja, und hier oben. Das machen wir nochmals. Da lasse ich mich jetzt nicht einfach so da. Ja, komm, egal. Das gibt's jetzt nicht. Jetzt macht man es halt nochmals. Dann halt bis hier. Also hier wäre einer, dann wäre einer hier, hier. Hä? Ist es jetzt noch unklar? Ah nee, passt ja. Sorry, hab nichts gesagt. So, passt ja. So, dann wäre da der Kreis schon geschlossen. Wir haben noch die Ecken. Da werde ich aber, glaube ich, eher Verkaufsstände hin platzieren. Denn, ja. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir hier eine Riesenzahl von Bänken haben, aber eine rechte Zahl. Also, es ist schon eine gute Verbesserung. Und wir können hier auch noch immer noch was machen. So. Und jetzt fehlt natürlich noch das hier, wie ihr seht. Und wir können die schon mal anbinden hier. So. Der hier aufhört. Und jetzt muss ich mir überlegen, wie ich hier die Warteschlange setze. Hier drüben haben wir es so ein bisschen durchgeschlängelt, relativ kurz gehalten, immer rechts vom Ganzen. So, wenn ich das hier mache, ich habe nicht vor dem begonnen, sondern neben dem, hä? Genau. Also, neben dem, eins nach drüben, ganz nach hinten, fünf nach da, eins nach oben, so. Eigentlich reicht's vom Platz. Ich kann es auch noch verlängern, und zwar so und, nee, nicht so, aber so. Das wäre doch möglich. Wir testen es aus, nämlich beim nächsten hier hinten. Oder vielleicht einer, der nicht gerade eine Maschine hat. Oder wie viele steigen hier noch ein? Nicht mehr viele. Gut. So. So, schließen wir das an und jetzt beobachten wir. Denn wenn die Leute jetzt, die letzten drei Leute hier viel zu weit laufen müssen, es geht eigentlich. Es geht eigentlich absolut. Wichtig ist einfach, dass wir dann auch mal ein volles Flugzeug anschauen. Weil da ist es ja dann besonders wichtig, dass möglichst viele Leute am Anfang in dieser Schlange stehen. Dann können die nämlich gar nicht mehr irgendwo rumlaufen. Der Staff wechselt hier jetzt aber auch komisch. Gehen die jetzt da unterstützen oder wie? Oder gehen die die ablösen? Er stapelt sich da auf jeden Fall ineinander. So, hier sind auch nicht mehr viele Leute. So, bleibt natürlich hier. Ja, die werden abgelöst, glaube ich, so wie ich das sehe.
Das wäre die neue Warteschlange inklusive. Dem hier. So. Naja, in der nächsten Folge bauen wir dann das hier zu Ende. Es sieht jetzt schon mal recht vernünftig aus. Da fehlt schon noch was, aber es geht schon mal in die richtige Richtung. Ein Café wird es hier nicht geben, natürlich. Da reicht der Platz nicht aus. Da hätten wir hier ein ganzes Gate irgendwo frei gebraucht, damit das geht. Dann gibt es halt keines. Ist das da drüben halt eine spezielle Sache. Naja, wir könnten ja hier oben immer noch eines bauen. Auf jeden Fall, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Das war die Sim Airport Edge Version. Und wir sehen uns wieder in 2 Tagen bei der nächsten Folge. Tschüss!